dem Markt. Genau. Also Gratulation und toi, toi, toi dafür. Dankeschön. Wird schon sehr viel nachgefragt. Ich habe gerade festgestellt, es klingt ja schon ein bisschen tragisch. Ja, hat keine Freundin. Keine und Freundin. Ach, und gestern war auch noch Valentinstag. Genau. Ist das eigentlich so ein Tag, nach deinem Buch zu urteilen, der generell demnächst überflüssig wird, weil Romantik ist ja nicht mehr? Wenn man sich wirklich liebt, ist ja jeden Tag Valentinstag sozusagen. Also, das Konzept war aber... Was für ein Buch? Ist das ein Beziehungsratgeber? Ist das eine Art Frustabladen aus der eigenen Erfahrung? Sondern dass ich schreibe ja praktisch aus. Ja? Das also, heißt, wir müssen immer höher, schneller, weiter, immer perfekter sein, genau, und das, immer alles richtig machen. Und, genau, also es ist halt wirklich verbessern als Selbstzweck. Mhm. Ja? Und wir haben ja halt im Wirtschaftswachstum, wir müssen ja immer... Leistung wachsen. Bringen, ja. Genau, genau. Aber auch also wenn jetzt das Bruttosozialprodukt nächstes Jahr nicht so ist wie dieses Jahr, haben wir ja schon ein Problem. Hm. Ja, also es muss immer, es ist auch ein Wachstum. Drauf, da gibt es eine ganze Menge Trends im Moment. Genau. Aber was ist eigentlich eine perfekte Beziehung? Naja, eine perfekte Beziehung gibt es ja nicht. Ne? Hm. Also was ich dazu auch sagen muss, das ist wirklich krass, weil wirklich jetzt so bei Instagram zum Beispiel, diesem Fotoportal, da kann man sozusagen die immer so markieren, die Bilder mit Begriffen. Sich alleine fotografieren oder was? Genau. Also Eigenbrötler oder Menschen, die gerne allein sind, gerne für sich sind oder Singles sind, das ist doch jetzt nicht unbedingt neu. Stimmt, das sind keine neuen Phänomene, aber in der Masse ist es neu. Und da haben dann halt nicht nur Leute aus der Großstadt, ich habe ja tausende Mails dazu bekommen, angerufen oder sich mir geschrieben, sondern halt wirklich auch Leute vom Land. Also es ist, diese Generation darf man jetzt... Das ist eigentlich zu eng gefasst, ne? Es ist schon breiter. Ja, vielleicht muss man... Wir hatten ja Vorgespräche. Deswegen fange ich gar nicht erst an mit Sie. Gut. Ach, jetzt der Kommentar, muss ich ja sagen, saß ja der Freund daneben. Aber was sagst du denn zu dem Gastronomen, der gesagt hat, also ich bin ja Gastronom, das ist ja ganz klar. So einen Satz kenne ich auch von Künstlern, von Musikern, von Malern oder so. Naja, er hat ja... Ich habe mich mit dem dann noch ein bisschen unterhalten danach. Ausrede, ja. Aber es ist halt, heutzutage werden Beziehungen ja auch, also auch über das Ego extrem entschieden, ob man mit jemandem zusammenkommt. Also auch, das ist eine extreme Ich-Bezogenheit bei den Leuten halt auch da, weil auch, wie gesagt, unsere Gesellschaft uns ja immer mehr so zu Einzelkämpfern. Martina Walter ist nämlich dran. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag, Sie beiden. Ich wollte mal fragen, beziehungsunfähig, meinen Sie das in der Ehe oder allgemein für die Menschen, die man so um sich herum hat? Naja, das bezieht sich, also die meisten Leute, die sich angesprochen... Achso. Nee, gut, jetzt wollte ich... Haben Sie denn einen Partner oder sind Sie in einer Beziehung? Ja, ich bin jetzt schon 37 Jahre verheiratet. Verhältnismäßig glücklich. Verhältnismäßig glücklich, das... Knatsch gibt's überall. Wollen wir das jetzt auswerten? Erzählen Sie doch mehr. Das interessiert mich jetzt. Das nächste Buch, Teil 2. Aber da kann man ja dran arbeiten, oder? Ich finde, Beziehung ist auch Arbeit. Und ich darf auch scheuen sich, glaube ich, manche, oder? Krass gesagt, Menschen kennenlernen, in der Kennenlernphase. Ich meine, man öffnet sich, man verliebt sich. Dann ist man halt auch, wie sagt man? Naja. Wir reden und versuchen, gegenseitig mal eine halbe Stunde Pause uns zu gönnen. Und dann kann man noch mal wieder neu reden und dann gibt es wieder ein Küsschen, dann ist alles wieder okay. Und manchmal löst man ja vielleicht einen Streit auch mit Humor, oder? Das geht bei vielen Paaren. Ist es so? Schon gar nicht mehr. Ich finde ja, einen Streit mit Humor zu lösen ist manchmal... Also Humor ist eigentlich ein Mittel, sich halt... Gut, das das läuft bei dir vielleicht in der Beziehung anders, aber... Kann man das Buch jetzt kaufen ab nächste Woche? Ab heute sogar. Sie kriegen es ja von uns zugeschickt. Toll, super. Vielen Dank. Klasse, für Ihren Anruf. Schönen Tag noch. Machen Sie beide so toll. Wünschen wir Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ja, sowas gibt es halt auch, diese Art von Beziehung. Was sagst du dazu? Also sie ist die Geliebte von ihm. Mhm. Und er trennt sich nicht. Tja, das ist sehr feige von ihm, denn er trifft ja keine Entscheidung. Mal geschrieben, ich meine immer darauf zu warten, dass die anderen was tun. Okay, da. Es gibt ja einige neue Trends oder Trends, die jetzt immer verstärkter werden. Mingles zum Beispiel, hast du in deinem Buch erklärt. Es gab bei uns im Haus einige, die kannten das noch gar nicht. Vielleicht erklärst du auch die Menschen, auf die davon auch noch nichts gehört haben. Was sind Mingles? Unterkühlte Geschichte, ja. Insofern finde ich, ist das eigentlich eine ausgedachte Sache. Es entspricht ja nicht der Natur. Ja? Also dann darf man sich, wenn man so eine, das ist ja eigentlich eine Liaison. Mhm. Ja? Und wenn man jetzt sagt, ich möchte da nicht so viel näher haben, dann trifft man sich halt alle 3 Wochen. Aber man verbringt nicht ein Leben miteinander. Die meisten verwechseln das aber. Und die meisten, bei meistens ist es ja so. Aber
wir sind gerade irgendwie dabei, uns in einer totalen Unverbindlichkeit einzurichten. Ich finde, das klingt, also mich zieht das ein bisschen runter, wenn ich das so höre, weil ich bin wahrscheinlich noch die andere Generation, wie auch immer. Aber ich sehe in meinem Umfeld ganz viele Kindergärten, die auseinanderplatzen. Ich wohne direkt neben dem Standesamt, wo jedes Wochenende geheiratet wird, wo ich mir sage, das kann doch dann nicht zusammenpassen. Ja, ja, das. Wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten und festgestellt, da geht aber nur wirklich die Romantik flöten, oder? Man guckt, man hat ja noch gar nicht mehr die Mimik und was weiß ich des anderen oder die inneren Werte, die ja eigentlich erst in einem Gespräch oder so rauskommen. Ja, sie hat schon recht. Also natürlich werben diese Dating-Apps damit, dass man da die große Liebe findet. Aber letztendlich geht es eigentlich, genutzt wird es in meinem Bekanntenkreis eigentlich von Leuten, die gerade getrennt sind. Ach so. Katrin, hallo Herr Nast. Hallo. Das ist alles richtig, was bis jetzt gesagt wurde. Aber ich habe immer eine Frage allgemein, was er meint, was besser ist, klassisch jemanden zu kennenlernen oder zu treffen im Alltag, im Einkaufsparadies oder eben wie jetzt hier suchen im Internet. Haben Sie mein letztes Buch gelesen? Nee, habe ich nicht. Da ist das Liebe oder kann das weg? Ist auch ein schöner genau, Buchtitel. Und das ist ein Text. Der also Ego durch, die trauen sich da nicht, falls sie und alle gucken kriegen. Zu. Ja. So eine vollbesetzte Straßenbahn ist einfach mal ein totaler... aber das wäre eine schöne Mutprobe. Alle warten auf einen Unfall sozusagen. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem aktuellen Buch. Alles klar, da freue ich mich. Sehr schöne Storys und Geschichten drin. Du hast es gerne gelesen. Fast durchgelesen. Ja, die Geschichten sind sehr lustig. Man hat das Gefühl, das ist so der erweiterte Bekanntenkreis. Also sehr gute Beobachtungsgabe, muss ich schon sagen. Und man lernt eine ganze Menge, was jetzt gerade so aktuell ist. Dankeschön für Ihren Anruf. Das ist ein spannendes Thema ja allgemein. Ne? Ja, Dankeschön für Ihren Anruf. Danke. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Kennenlernen, liebe Zuschauer, können Sie ganz viele potenzielle Partner, Partnerin auf einer Messe zum Beispiel Hausgarten und Freizeit. Am kommenden Wochenende ist es soweit, da gibt es unseren großen Bügelwettbewerb gegen Jan Westcott und ein Wochenende für zwei zu gewinnen mit Wellness. Und der Michael freut sich schon, weil er darf nämlich jetzt als erster Kandidat in dieser Woche schon mal gegen Jan Westcott antreten. Den haben wir imaginär hier bei uns. Der hat nämlich schon mal gebügelt. Und für eine Minute hat er gebraucht, um ein Hemd glatt zu ziehen.